Wir sind bei unserer beliebten Rubrik angekommen, die 10 besten iPad- und iPhone-Spiele. Auf Platz 10 haben wir Beat Sneak Bandit. Das Spiel hat auch den Titel Tap to the Beat. Man ist ein Einbrecher und muss im rhythmusmäßig also touchen. Und dann bewegt sich die Figur und muss halt schauen, dass man nicht gefangen genommen wird. Und so. Genau, und das ist auch grafisch ganz hübsch präsentiert, unser 10. Platz. Auf Platz 9 haben wir Kung Fu Rabbit. Wieder mal ein Hüpfspiel und wie der Name das schon sagt, der Rabbit, also der Hase, ist so ein Kung Fu-Typ, der in der Ninja-Welt ein bisschen rumsäckelt, oder? Genau so ist es und es ist grafisch ganz putzig gemacht. Eben das Häschen, wenn es angreift, das ist schon richtig putzig und es ist eine gute Steuerung, funktioniert wunderbar. Unser 9. Platz. Auf Platz 8 haben wir iFighter 1945. Ihr wisst es, wir sind Arcade-Freunde, wir lieben Shoot'em-up. Und wegen dem sind wir hier auch immer sehr kritisch. Aber wie sieht es aus? Optisch fantastisch, muss ich sagen, für ein iPhone-Spiel. Es hat halt immer so ein bisschen Probleme mit der Steuerung, weil man halt immer etwas verdeckt mit der Hand. Aber es funktioniert gut und macht richtig Laune. Genau, und es hat auch noch coole Bosse und so, aber Durchführ-Action, die gibt es hier nicht. Wir sind auf Platz 7 angekommen, Super Alien. Nein, eben nicht. Laser, okay. Machen wir gerade noch so. Wir sind auf Platz 7 angekommen, Super Laser, der Alien Fighter. Wieder ein Shoot'em-up-Spiel, wieder kommen Haufen Gegner, aber das mal im Weltall. Genau, und da wir schon früher ein bisschen Weltall immer ein bisschen lieber hatten, sonst ist das Spiel nämlich sehr, sehr ähnlich wie der 8. Platz. Ist es auf dem 7. Platz gelandet. Auf dem 6. Platz haben wir South Park Wer wird Millionär Special Edition. Das ist etwas für South Park Fans, weil es gibt nur South Park Fragen, aber es sind Figuren dabei und die gleichen Stimmen. Genau, also von den Fragen her, da müsst ihr schon einiges wissen, dass ihr etwas höher raufkommt. Aber das ist so witzig in Szene gesetzt. Uns hat das sehr gut gefallen. Welcome to Who Wants to Be a Millionaire? You give me all 15 correct answers and you win a million. Take a look at the next question. You can phone a friend. Let's see if they can help. Hi, boys and girls. Hi-da-ha! I don't know. I live in the North Pole. Your friend doesn't seem to be much help. Choose your answer now. Well, let's see the result. That's the right answer. That's unbelievable. Wir sind bei Platz 5 angekommen. Leitopus, können ihr das? Anstrengende Tag. Ihr wollt eigentlich wirklich nur noch relaxen. Da kommt genau das Spiel dann ins Spiel. Du sagst es, es ist wirklich zum Relaxen, es ist nicht so schwer. Wenn du müde bist, kannst du das gemütlich spielen. Genau, und vor allem auch die Farbenspiele, eben, die sind ganz entspannend. Und wie ihr bei uns auch gesagt, auch wir sind ein bisschen einschlürfend jetzt. Das ist wegen sehr viel Leitopus spielen. Thank you.
Jetzt sind wir aber wirklich wieder wach, weil wir werden durchgeschüttelt auf dem vierten Platz. Es ist Burnout Crash. Ich habe schon damals gedacht, als das auf der PS3 und Xbox rausgekommen ist, das wäre besser auf dem iPad. Und es ist auch wirklich so, weil man ja so autophoben sieht und so mit dem Finger kann steuern und man kann viel besser das Zeug crashen, wo man will. Genau, und die Kombometer und alles zusammenkommen hier, das ist wirklich witzig inszeniert gewesen. Auch grafisch so bei dieser Art auch cool aus und wegen dem ist das unser vierter Platz. Ja, aufs Treppchen geschafft bei den besten 10 iPhone-iPad-Spielen hat es Craw. Ein Adventure-Spiel, oder? Wo man ein Vogel ist. Genau, die sind doch Reihe und die haben ganz viele natürliche Sachen, die ihr lösen müsst. Ihr müsst zum Beispiel Vogelscheuche wieder befreien von ihrem bösen Bann. Magie-Sachen, die ihr hier einsetzen könnt. Und das ist auch grafisch wirklich sehr gut in Szene gesetzt. Alles in allem ein Spiel, das mich richtig reingezogen hat. Wir sind auf Platz 2 angekommen, es ist Draw Something und das hat uns ja ganz viele Sachen erinnert, die aus den 80er Jahren stammen. Zum Beispiel die Montagsmaler. Das Spielprinzip ist ja wirklich auch sehr, sehr ähnlich. Man muss etwas zeichnen und der Kollege muss herausfinden, was ich zeichnet habe. Genau, und das ganz Coole ist, dass das halt auch ganz viele Leute können sein können, die ihr gar nicht können, oder? Die können dann eben das vorzeichnen. Und das ist ganz gut umgesetzt. Unser zweiter Platz. Und ganz an die Spitze gekommen ist auf dem ersten Platz Shark Dash. Wir geben es ja zu, wir sind Fans von Angry Birds und das Spielprinzip ist halt ähnlich. Man ist jetzt einfach ein Shark. Genau, so sieht es aus. Und der jagt hier wirklich geile Quietschenten. Plus, jetzt halt so, es kommen ganz viele neue, coole Elemente dazu, eben, wo ihr durch Röhren schiessen, wo ihr hier die ganze Physik anders machen müsst. Und die Animationen vom Hai und von diesen Quietschenten, die sind also wirklich auch ganz putzig, herzig gemacht. Also nichts von brutal oder so. Ideal auch für Kinder. Unser erster Platz.